Ich bin Karl-Peter Steinmann und es geht mir so wie vielen anderen Autoren, die in dieser Zeit von Corona gerade ein Buch herausgebracht haben. Das heißt, bei dem Virus, es geht alles andere unter. Mein Buch heißt Im Fluss der Zeit, Geheimnisse links und rechts der Spree. Und ich beschreibe darin den Verlauf der Spree von dem Moment an, wenn sie die Berliner Stadtgrenze bei Erkner erreicht und begleite sie auf ihrem 47 Kilometer langen Weg bis nach Spandau, bis sie letztlich dort in die Havel einmündet. Die Spree ist kein schneller Fluss. Sie braucht für die 47 Kilometer bei einer Fließgeschwindigkeit von maximal 17 Kilometern pro Tag, braucht sie 3 Tage. Zeit genug also, um sich am Ufer umzusehen, was sich dort getan hat in der Vergangenheit und bis zu den letzten Monaten auf ihrem Weg durch Berlin. Ja, durch die Corona-Krise ist die Situation für alle Buchhandlungen schwierig geworden. Die meisten haben geschlossen, die wenigen, die aufhaben, denen mangelt es an Kunden. Aber ich denke, alles geht irgendwann vorbei. Auch das Coronavirus wird irgendwann Geschichte sein. Dann öffnen die Buchhandlungen wieder, die Stimmung bei den Kunden wird besser und dann finden wieder Lesungen statt. Also ich wäre gerne bereit, bei Ihnen dann aus meinem Buch Im Fluss der Zeit zu lesen. Vielen Dank, Ihr Karl-Peter Steinmann.